Hallo und herzlich willkommen zurück mit unserem mit der zweiten Series aus dem Viertelfinale. Ich darf Halbfinale. Jetzt mal Halbfinale, pardon. Ich darf mal wieder Carsten. Genau. Hat sich gerade mal springst einmal wieder ein. Genau. Schön wieder hier zu sein. Ja. Freut mich immer wieder mit dir zu casten. Ist immer gut durchzuwechseln und mal nicht so aufeinander einzuschlafen sozusagen. Ja, kann man verstehen. Nach rund 10 Stunden. Ja. Aber wir sind ja schnell heute. Also es gab schon Zeiten, da haben wir jetzt so gerade mit der zweiten Runde des K.O.-Systems angefangen. Jetzt sind wir beim zweiten Semifinals. Ja. Ich sehe gerade, du bist sehr am Rand des Streams. Willst du nicht mal ein bisschen näher ranrücken hier? Das kann gut sein, ja. Es rutscht hier immer mal so ein bisschen rum. Aber wir kriegen das hin. Sieht, glaube ich, schon besser aus. Das macht ihr sehr schön. Hallo nochmal an die Kamera. Ja. So, wir müssen noch einmal kurz uns die Deckliste nehmen. Wir haben hier ein Loka. Und Solver. Und ein Solver hatten wir hier mal, aber er ist jetzt gerade nicht. Die handgeschriebene, die ist, glaube ich, drüben. Stimmt. Die ist drüben. Ich glaube, da die Spieler ja aktuell sogar die Battlelisten auf dem Tisch nehmen. Also entweder müsst ihr die beiden wegnehmen oder ihr habt sie nicht von Solver. Solver existiert ja nur einmal. Dann lassen wir ihnen die, denke ich. Ich würde auch sagen. Ich glaube, da war jetzt auch nichts drin. Es waren ja die drei Control-Decks, war Dragon Priest, Control Warrior und Freeze Mage, wenn ich mich nicht irre. Das ist gut möglich, ja. Ja, und zwar gegen dann den Patwin Warrior, den Rogue und den Cancer Zoo. Den Cancer Zoo, der ein Reno-Lock ist. Ja, ich habe auch schon gesehen, als die Listen aufgehängt wurden, haben sich viele Leute über den German Colento gefreut. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt, ob der Rogue jetzt wieder ein bisschen was liefert. Er hatte heute tagsüber ein bisschen Startschwierigkeiten, hatte ich so das Gefühl, bei Luca. Ja, und dann denke ich, sind wir bereit und gehen mal ins Match rein demnächst, wenn die Spieler bereit sind. Genau. Und man muss dazu sagen, diesmal hatten wir in den Top 4 keinen Spieler, der sich bisher qualifiziert hat. Von daher ist das für beide Spieler hier wichtig, jetzt eigentlich den Platz zu bekommen für unser Finale. Und damit springen wir ins Spiel rein. Wie häufig war Solver bereits dabei? Solver ist jetzt das erste Mal dabei. Das erste Mal tatsächlich. Ja. Das heißt, wir haben in unserem Semifinals 2 Leute, die das erste Mal dabei sind. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Stimmt, ja. Evilock war ja auch das erste Mal dabei. Richtig. Loka zum zweiten Mal und Dr. Raki ist ja schon ein bekanntes Gesicht. Genau. So, und Loka hat hier direkt den Reno Jackson gezogen, aber da er Doppel-Giant spielt. Ist er darauf angewiesen, dass er, bevor er genau, erst nochmal den Giant spielt. Was sicherlich dazu führen könnte, also ich denke, dass man dann eher bereit ist, den Reno Jackson nochmal aus der Hand zu geben, besonders wenn man auch weiß, dass man gegen ein Control-Deck spielt, wo ja der Reno Jackson nicht unbedingt am Anfang notwendig ist, um zu überleben, sondern eher vielleicht im Late-Game, weil man länger Life-Tappen kann und nicht so viel Druck gegen sich hat. Richtig. Und das können wir hier auch sehen, Loka hat tatsächlich die perfekte Hand dafür am Anfang, also sehr viel, was er jetzt ausspielen könnte. Er könnte jetzt Live-Tappen oder sogar Coin, wenn er wollte. Im Gegensatz dazu hat Solver bisher noch nicht so die optimale Hand. Nee. Ich denke mal, dass er auch Welblinge im Deck hat, oder? Die 2-3? Ja, hat er auf jeden Fall. Die haben wir das eine Mal gesehen. Ist natürlich sehr schade, dass er davon jetzt keinen gezogen hat. Nee. Stattdessen schon sowas wie Chillmau auf der Hand hat. Ja. Loka spielt relativ aggressiv, also nicht so viel am Lifetime, hätte ja noch stattdessen noch einmal aufbauen können. Aber ich denke mal, er weiß, dass er die Man jetzt genau diesen Fall auf dem Board braucht. Jetzt könnte er natürlich einfach den Voidcaller droppen. Mhm. Käme dann aber diesen Zug natürlich nicht durch den Twilight Guardian. Ja. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich hier den Voidcaller spielen möchte, weil Jiraxxus extrem stark gegen Priester ist. Denn der Priester hat keinen wirklichen Burst, weshalb du sehr, sehr sicher bist mit wenig Leben, die du hast mit Jiraxxus. Und es ermöglicht dir jeden Zug den 6-6 zu spielen, mit dem irgendwann der Priester nicht mehr klarkommt. Und die Gefahr, den Voidcaller, den Lord Jiraxxus zu verlieren, wäre etwas, worüber ich auf jeden Fall nachdenken würde, ob sich das lohnt, hier den dann zu spielen. Tatsächlich. Er hat jetzt
sich dafür entschieden, ein bisschen Bordpräsenz aufzugeben, aber ja, nichtdestotrotz das Board seines Gegners zu clearen. Und oh, The Skeleton Knight. Ja. Das wäre bestimmt eine witzige Karte gewesen, mal zu sehen. Aber er hat sich hier für den Unstable Ghoul entschieden, was ich denke, absolut richtig ist. Ja. Loka könnte jetzt die nächste Runde. Das ist nicht hilfreich. Nee, und er hat 2, 4, 6. Er hat 9 Karten auf der Hand, das heißt, er könnte live tappen, aber dann muss er eigentlich fast eine Karte spielen. Das wäre natürlich ein bisschen risky jetzt. Mhm. Aber insgesamt verliert er jetzt so ein bisschen sein Tempo wieder, da er viele High Drops und viele Antworten gezogen hat, beziehungsweise dann sowas wie den Antique Healbot, der ihm im Moment nicht wirklich hilft. Richtig, richtig. Dafür könnte er natürlich, wenn er jetzt die Coin behält, in der nächsten Runde Dr. Boom spielen. Dafür müsste er jetzt nur zusehen, dass er das Board ein bisschen behält, ja, dass der Boom dann nicht komplett alleine liegt. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, mindestens ein Entomb ist in dem Deck von Solver. Ich weiß nicht genau, ob zwei drin sind. Entscheidet sich für den Live-Tap. Und das ist sogar relativ gut mit dem Defender. Absolut. Das könnte er spielen. Die Frage ist, er tauntet dann noch beide, ja. Einziger Nachteil ist, dass der Gold-Spread natürlich gleich das zeitliche segnet. Ja. Neu auftaucht, also. Ja. Also insgesamt noch ein akzeptabler Zug, würde ich sagen. Und besonders ja, dafür, dass er wenig Möglichkeiten hat, hat er hier eine gute Karte durch das Live-Tap bekommen. Und er zwingt natürlich den Priester jetzt auch so etwas zu spielen, wie zum Beispiel Black Ring Corruptors. Ja. In meinen Augen absoluter Waste ist auf dem Defender, aber. Ja, und das ist auch ein guter Draw hier. Bitte? Das ist ein guter Draw, den er gerade hat, weil du hattest ja den Dr. Boom in Zug 6 erwähnt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, weil er die Coin benutzen musste, aber Implosion ist zumindest eine Karte, die er sehr aktiv spielen kann. Richtig, richtig. Und danach hat er 7, 8, 9 auf jeden Fall schon Karten, die er spielen könnte, wenn er High-Threat-Karten haben möchte. Die Frage ist, möchte er jetzt hier pokern? 50% Chance, dass er den Twilight Corruptor clearen könnte. Den Blackwing meinst du? Blackwing Corruptor. Blackwing Corruptor. Jetzt zieht nochmal Bane of Doom. Und das ist das beste Ergebnis, was man haben kann. Absolut. Bisher haben wir auf Solvers Hand noch kein Board Clear, also keine. Nee, und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht mehr, ob er es war, aber wir hatten einen Priester mit, ich glaube, es war Solver mit Chillmore, Doppel Lightbomb und Doppel Holy Nova. Ich glaube, das war Genetic. Tatsächlich. Genetic? Ja. Okay. Aber weil wir hier auch Chillmore sehen, denke ich mal, dass es eine ähnliche Decklist sein wird. Ja. Das ist jetzt ein sehr defensives Play von Solver. Mhm. Möchte jetzt auf jeden Fall Damage vermeiden und hat natürlich auch ein sehr starkes Board jetzt liegen. Ja. Da muss sich der Warlock erstmal durchkämpfen. Ja. Man könnte jetzt theoretisch Bane of Doom spielen. Ja. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen risikoreich. Was die Sache ist vor allen Dingen, ich finde, es gibt keine wirklich gute Möglichkeit, die verbleibenden 2 Mana zu spenden, weil ein Live-Tap ist nicht drin, dann ist er nämlich wieder auf 10 Karten hoch. Und Overdrawn. Von daher denke ich, hätte ich hier auch Dr. Boom einen der beiden raustraden. Du musst überlegen, das Implosion hat einen Blackwing Corruptor und einen Wyrmwrist Agent geklärt. Was ziemlich guter Card-Value für eine 4-Mana-Karte ist. Absolut. Das Problem ist jetzt nur, dass er die Lightbomb gezogen hat, Solver. Und damit könnte er natürlich das gesamte Board einmal clearen. Und wenn er Glück hat, steht seins dann noch. Okay, er entscheidet sich dagegen. Naja, das ist auch hier ein sehr schöner Clear. So kann man das auch machen. Es wird dann aber natürlich mindestens ein. Also der Valence Chosen ist natürlich jetzt weg. Ja. Das ist natürlich sehr schade. Bin mir nicht sicher, ob ich da nicht lieber Mortal Coil gespielt hätte. Ja, ich denke, er versucht hier seinen Mana erstmal aufzusparen, um dann gegebenenfalls noch den Dr. Boom zu verwenden. Er könnte jetzt mit den Dr. Boom? Ragnaros, Entschuldigung. Könnte mit Mortal Coil und Bane of Doom versuchen noch zu clearen, wenn er möchte.
oder Ragnaros, aber Ragnaros hat natürlich die Gefahr, dass er jetzt ein 1-1 trifft. Richtig, das möchte man ja möglichst vermeiden. Ja, und so hier macht er das auch. Einen Schaden durch Mortal Coil, auch wenn er dann keine Karte zieht. Und dann das ist ganz akzeptabel, würde ich sagen. Ja, blockiert nur im Moment auch seine Hero Ability. Denn sonst würde er seine Karte für einen 1-1er traden. Aber insgesamt ein 5-4 daraus zu bekommen. 5 Mana, 2 Schaden. Und daher aktuell das schlechteste Ergebnis. Ausreichend Karten hat. Ja. Ausreichend Optionen, was er gegen den Priester werfen kann. Das gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut, dass er. Sind das Imps? Ja. Das sind Imps? Nee, das sind Runs. Runs sind das. Und ich habe diese Karte noch nie in Golden gesehen. Ein sehr lustiger Wackeleffekt, den sie da eingebaut haben. Das ist dann die Wackeldackel-Version von Hearthstone. Kannst du dir dann, wenn du ein begeisterter Hearthstone-Spieler bist, als echtes Modell vorne in dein Auto stellen. Ah ja, hinten. Hinten natürlich. Und dann können die da rum, was machen sie? Wobbling? Rumwobbeln. Rumwobbeln. Ja, so, was hat er Alternativen? Er könnte tatsächlich plump mal Garnis spielen. Ja, die Frage ist, das ist ja jetzt ein Ziel, wo man relativ viel Power, sage ich jetzt mal, vom Board nehmen kann, indem man Jerks hat. So. Wo wir vorhin bei dem Thema Treasure waren. Ja. Und dass der Priester da nicht viel gegen tun kann. Ja. Ja, er sieht jetzt natürlich auch irgendwie ein bisschen chancenlos aus, der Priester. Er kann jetzt natürlich wieder ins Chosen spielen und erstmal die Boardkontrolle zurückerobern. Mhm. Aber da ist die Eule, die da schon sehr, sehr lange in der Hand wartet. Absolut. Aber er möchte jetzt hier wirklich erstmal Karten ziehen, was ich absolut für die richtige Entscheidung halte. Ja. Ich glaube, er hatte keinen Harrison im Deck, das heißt, er kann hier nicht von dem Waffe profitieren. Ist jemand injured? Und insgesamt würde ich sagen, ist Loka dadurch, dass er so früh den Jiraxxus rausgezogen bekommen hat, also wirklich einfach direkt Zug 9 Jiraxxus in einer sehr, sehr guten Position. Er kann jetzt jeden Zug 6-6er spielen. Und wir sehen bisher nur eine Lightbomb. Wir wissen leider auch, glaube ich, nicht, ob es noch eine zweite gibt. Okay, überlegt, er wählt sogar. Es gibt zwei Lightbombs, aber das war ja das, wo du sagst, das könnte gegeben als Genetic gewesen sein. Da sind wir uns also nicht ganz sicher. Aber ja, hier hat er jetzt sicherlich nicht das Ziel getroffen, was er wollte, obwohl es auf der anderen Seite, na gut, er hätte auch wenig Chancen gehabt zu dauern, doch er hätte von der Hölle dauern können. Und da ist die erste Lightbomb raus. Das könnte die letzte gewesen sein. Ja. Wir haben einen kleinen Fehler auf unserem Caster-Screen. Darum werden wir einmal kurz von der linken Seite casten, während wir unseren Bildschirm neu starten. Loka hat sich jetzt beim Dark Peddler für den Mortal Coil entschieden. Da möchte also scheinbar nochmal eine Karte ziehen. Oh, da ist ein Harris. Den könnte er prinzipiell jetzt zusammen mit einem Infernal ausspielen. Und er hat beide Entdecker auf der Hand. Reno und Harrison. Ja. Das große Entdecker-Team. Zumindest was die Menschen in Warcraft-Lore angeht. Ja, wie siehst du das? Wie viel Leben würdest du als Loka haben wollen, damit du dich noch sicher fühlst? Also wie viel Burst erwartest du aus der Priesterhand? Minimalen. Also man kann natürlich von einer Holy Nova oder ähnlichem ausgehen, aber ansonsten ist der Priester ja wirklich an das gebunden, was auf dem Board liegt. Also ich glaube, also eine der Sachen, die man im Kopf haben kann, ist Blackwing Corruptor, aber dafür einen hat er schon gespielt und das wären 6. Das heißt, selbst da wäre er jetzt noch sicher gewesen. Und jetzt kriegt er natürlich quasi vollen Wert von seinem Anti-Spielbot, wenn er ihn spielen möchte. Und ich denke mal, dass er sich auch dafür entscheiden würde. Inferno wieder ist das ein Board, was man wirklich nicht gegen sich stehen haben möchte jetzt. Ja. Ah, ein Entomb. Die Frage ist, würde sich das Ganze lohnen, jetzt in Harrison zu entomben? Er scheint es so zu sehen. Wie viele Karten haben wir denn noch für den Priester?
Sie hat noch 13 Karten im Deck. Mit dem Parity zusammen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn jetzt bald zieht, bevor der Warlock seine Aufladung verbraucht hat, ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Und da sehen wir, dass da endlich der Molten gezogen ist und Reno auch sofort seinen Rahmen wechselt, um anzuzeigen, dass er jetzt dazu in der Lage ist, die verbliebenen Leben wieder aufzufüllen. Sollte der Priester jetzt noch eine Lightbomb haben, könnte ich mir vorstellen, dass er noch eventuell ein paar Runden überlebt, aber das sieht leider sehr bitter aus für Säurer. Ja. Ich glaube, damit ist es entschieden. Ja. Ja, denn wenn Loka mit dem 6-2 oder den beiden 3-3ern tradet und mit den beiden Infernos plus seinen Clown angreift, ist das Spiel hier durch. Da wird das Konzit. Ja. Die Übermacht war zu überwältigend. Und da sieht man, gegen einen Priester, der wenig Druck bauen kann, ist Jaraxxus sehr stark, wenn man ihn früh ins Spiel bekommt. Und sichert hier das 1-0 für Loka. Richtige Entscheidung von ihm, sehr gut. Ja. Schönes Spiel. So, und damit bleiben für Loka noch der Patron Warrior und der Rogue. Colento. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr. Ja. Das ist so mein Niveau Shaman von Omidos. Sehr schön. Ja, wir sehen, es sieht so aus, als hätte Loka gegebenenfalls schon eine Klasse ausgewählt. Aber wir warten nochmal. Sie überlegen anscheinend beide noch. Und da gehen wir ins Spiel. Da gehen wir ins Spiel rein. Wie ist überhaupt deine Prediction? Ich meine, okay, das erste Spiel ist bereits durch, aber wie würdest du tippen, wer weiterkommt? Ich meine, das sind beide jetzt ziemliche Underdogs, hätte ich gesagt. Also ich hätte schon erwartet, dass, also ich habe ja mit Solver schon mal gesprochen, als er bei unserem Barcraft zu Katowice hier war. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil ich es sehr, sehr beeindruckend finde. Er sagte mir, dass er schon 7 Klassen in Golden hat. Und Ich denke, er hat da schon sehr, sehr viel Erfahrung und ist jemand, der nicht nur einfach dieses Spiel spielt, sondern auch sich damit beschäftigt, wie man dieses Spiel spielen muss und versucht, besser zu werden. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch von Loka erfahren, dass er zum Aufstehen und zum Schlafen gehen immer Hearthstone schaut. Also auch jemand, der sich sehr, sehr viel mit dem Spiel beschäftigt und in dem Fall sehr versucht, von anderen Spielern auch zu lernen, von anderen guten Spielern. Sie waren sicherlich nicht die bekanntesten Spieler, aber das ist auch etwas, was ihnen hier natürlich helfen kann. Dadurch, dass sie nicht so bekannt sind, hat sie niemand auf dem Schirm. Es sind nicht diejenigen, wo man die anderen Leute fragt, okay, wie spiele ich gegen den? Was brauche ich, um gegen den zu gewinnen? Und außerdem ist es so, also Solver hat mir auch erzählt, dass er in seiner Heimat auch schon an Turnieren teilgenommen hat und da er eins hatte, das lokal organisiert wurde, was er ohne Probleme gewonnen hat. Also von daher habe ich schon erwartet, dass er hier weit kommen kann. Insgesamt denke ich, dass wir hier ein sehr, sehr knappes Match haben und dass es auf jeden Fall in beide Richtungen gehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Lineup von Loka ein bisschen einen Vorteil hat. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht mehr so die Decklisten von Solver im Kopf. Und besonders den Patron habe ich lange mich nicht mehr mit beschäftigt, wie gut der gegen die abschneidet. Da kommt es natürlich dann auch auf den Draw des Boardclears an. Vielen Dank für die Einschätzung, das finde ich gut. Und ein Score, wenn ich dich dann so... Ich denke und würde mich freuen, wenn es hier zu 3-2 kommt. Aber auf der anderen Seite kann es immer sein, dass irgendwo der Draw nicht stimmt und... Es würde mich wundern, wenn es hier ein 3-1 wird. Ein 3-0 wird, muss ich sagen. Okay. Ja, wir sehen jetzt hier auch ein sehr starkes Opening für den Priester. Und Loka muss jetzt hier wahrscheinlich schon verfrüht das Oil ziehen, damit er halbwegs im Spiel bleiben kann. Ja. Das ist natürlich eigentlich sehr bitter. Eigentlich etwas, was er nicht möchte. Aber wenn der Priester jetzt noch ein paar Karten oder eine Karte ausspielt, wie zum Beispiel ein Jerk, dann kann er natürlich perfekt mit dem Blade Fury clearen. Ja. Abhängig, ob er Farmer spielt oder Violet Teacher ist es auf Englisch? Violet Teacher, genau, ja. Pay attention!
Attention, Class. Okay, entscheidet sich dafür, ein bisschen Präsenz aufs Board zu bringen. Ja. Absolut richtig finde. Ja. Und die Frage ist, wie reagiert der Priester jetzt darauf? Er könnte natürlich einen Cable Shadow Priest spielen, aber das hilft ihm nicht. Ich denke, ich würde direkt mit dem Blackwing Corruptor den Teacher clearen. Der ist so gefährlich, wie so schnell das Spiel drehen. Ja, hier natürlich jetzt ein guter Dr. Boom-Zug. Hat er. Ja, er hat zweimal Preparation mit im Deck. Das ist natürlich. Ja. Muss natürlich sein mit dem Sprint. Hier würde ich sicherlich das. Ja, das Shadow World Death wahrscheinlich. Ja. Er hat auch keinen Dragon, das heißt, er kann nicht irgendwie gut Shamore verwenden. So hat er die Möglichkeit immer noch. Hier nochmal das Power Word Shield zu verwenden, eine Karte zu ziehen und dann auch seine Hero Ability zu benutzen. Ja, die Möglichkeiten für Lokar sind natürlich jetzt wieder ein bisschen begrenzt. Ja. Hier könnte er mit einem guten Bomb-Hit clearen, aber insgesamt ist es natürlich nichts, worauf man sich verlassen möchte. Als erstes möchte er wahrscheinlich sowieso Thanos und dann Fan of Knives. Ja, einmal eine Karte nachziehen. Auch nicht schlecht. Das wäre ein 6-6 Van Cleef. Ist natürlich gegen den Priester nicht ganz so wichtig. Das hat er viel mit dem. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wenn er jetzt in der nächsten Runde Preparation kriegen würde, hätte er natürlich auch gute Möglichkeiten, von Cleef rauszukommen. Ja. Zumal er weiß, dass bereits ein Shadow Red Death ist. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, jetzt, dass ihm geklaut wurde. Ja. Aber nicht spielentscheidend. Damit kann er jetzt natürlich auch nicht viel anfangen. Naja, aber die Sache ist, was kann er wirklich noch mit dem Kabal Shadow Priest klauen? Ich glaube, der Rogue hat gar nicht so viele Karten, die da wirklich geklaut werden könnten. Nein, ich denke, nee, das ist tatsächlich der ist die, also es war die einzige Karte, die geklaut werden konnte, der Thanos. Das heißt, das Zap wäre hier tatsächlich noch eine Möglichkeit, um das Tempo zurückzubekommen, weil 6 Mana für einen 4-5 Buddy ist kein wirklich guter Deal. Richtig, richtig. Und ich meine, er hat keinen Platz in seinem Deck gehabt für die Shrinkmeister. Das heißt, da besteht auch keine Chance, etwas anderes dann noch zu bekommen. I wield the power. Sicheres Play. Der Corruptor. Regulär, das ist natürlich jetzt eine ziemliche Wand für den Schurken. Ja. Tja. Es gibt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten für den Schurken. Also er könnte jetzt nochmal den Violet Teacher ausspielen mit beispielsweise Prep und Zap. Mhm. Prep und Zap. Oder versuchen sich einen großen Van Cleef ranzuzüchten. Ja. Wobei das natürlich immer ein bisschen riskant ist, zumal wir wissen, dass der Priester auch Entomb spielt. Ja. Und wahrscheinlich noch ein zweites Shadow World Death hat. Ja, es ist die Frage, wie viel Platz da noch in dem Deck war, um ein zweites Shadow World Death unterzubringen. Aber es sieht so aus, als kriegen wir jetzt das ungepreppte Zap, um den. I'm ready to learn. Ja, spielt er jetzt den 4 Mana? Ja, der Edwin van Cleef wäre jetzt auf 6-6, aber er spielt lieber den 4 Mana, okay. Das finde ich interessant, weil das bedeutet ja, dass der Violet Teacher hier direkt geklärt werden kann. Wofür sich Solver auch entscheidet. Ja. Und damit kann er nicht die Shadow Priest auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da. War gegebenenfalls hat dann diese Loka. Er könnte jetzt natürlich auf den Twilight Guardian draufhauen mit dem, mit der Waffe. Ja. Und das ist auch nicht besonders elegant. Aber er könnte damit dann und dem Fordrop Twilight Guardian traden. Und dann die Frage ist, wie kommt er an die Combo ran? Spielt er Prep und das.
Das sieht für mich so aus, als wollte er jetzt versuchen, gegebenenfalls einen möglichst großen Van Cleef hier zu spielen, wenn er hier das Prep benutzt. Denn er könnte im Moment all seine Karten spielen ohne Prep. Das heißt, das Prep ist eigentlich so ein bisschen ein Indikator, meine ich, dass er versucht, hier einen Van Cleef zu spielen. Aber es gibt leider kein richtiges Szenario, in dem er den Twilight Guardian wirklich gut wegtraden könnte. Nee. Weil eigentlich möchte er den 4-Drop in den Cable Shadow Priest reinrennen. Ja. Jetzt spielt er... Ja, und hier wird er sicherlich jetzt all seine Karten ausspielen, versuchen, einen möglichst großen Van Cleef zu machen. Dann wird er wahrscheinlich den... Genau. Reintraden und... auf den Cable Shadow Priest draufhauen. Oder auch nicht. Das heißt, er ist jetzt 8-8, nee, 10-10. Und kein Entomb Top Deck. Nein. Das hieß aber auch gleichzeitig, dass jetzt einfach noch ein weiterer Twilight Guardian kommen kann, um den Schaden herauszuzögern. Oder vor allen Dingen auch Chemo. Chemo alleine sind 6-6 und hat als... 9 Schaden. Genau. Dann noch die 9, wenn er stirbt. Und es sind schon beide Zaps raus, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt einen Schaden in irgendeiner Art zieht, hat er ein zweites Fan of Knives. Tatsächlich hat er. Also sollte er es ziehen, dann ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt. Leider nein. Nee. Das ist sehr ärgerlich für den Schurken. I see. Aber man muss sagen, mit Waffe plus allem, was da an Schaden liegt, hat er tatsächlich 20 Schaden. Und das Spare Part zum Freezing ist im Moment kaum spielbar. Und das Entomb ist auch nicht spielbar. Eine Runde zu spät, oder? Und mit dem richtigen Draw... Oh, hervorragend. Das passt. Damit kann er den Twilight Guardian wegtraden. Ja. Frage ist, Lordep oder mit der Waffe? Ich vermute mal, er möchte die Waffe. Also ich denke, ich würde da auf jeden Fall den Lordep auf vollen Leben lassen. Jetzt könnte er, überlegt wahrscheinlich noch, was er mit dem Edwin Van Cleef macht. Ich glaube, er sollte den traden, richtig, genau, und den ins Gesicht nehmen. Gute Entscheidung, finde ich. Ja, denke ich auch. Auf der anderen Seite könnte der jetzt natürlich einfach nur enttumpt werden. Welcome to the exhibit. Oi. Uiuiui. Ein sehr... Aber man muss dazu sagen, er hat keinen Dragon im Moment in der Hand. Das ist richtig. Aber im Notfall ist ein 6-6 Taunt in, also im ja. In Ordnung. Ja. Hier findet jetzt das den Cooling vom und da ist der zweite. Das ist ganz hervorragend. Für den Schurken. Das heißt, der Priester müsste jetzt in der nächsten Runde seinen Chillmore in den Van Cleef reinrennen, was man tatsächlich nicht möchte. Ja. Naja, oder er heilt ihn, tradet in den Azure Drake und hofft, dass da nicht nochmal Removal kommt. Ja, das wäre noch eine Alternative. Die Möglichkeit des Entombs besteht auch noch. Er hat jetzt wirklich reichlich Möglichkeiten, um den Schurken hier zu ärgern. Aber man muss sagen, der Van Cleef hat sich im Endeffekt relativ gut ausgezahlt, würde ich sagen. Hat hier sehr, sehr lange überlebt. Das Einzige, was natürlich etwas ärgerlich ist, dass er beide seine Deadly Poisons dafür verwenden musste, die ihm jetzt fehlen für ein gutes Blade Flurry im Endeffekt. Und ich glaube, war das Sharpsword Oil? Ist auch schon raus. Das hat er ganz direkt am Anfang gespielt. Er spielt ja auch nur eins. Ja. Und da... Hier und jetzt kann das, hätte er sogar direkt ins Gesicht gehen können. Na, so saved er ihn dadurch, dass Blade Flurry ihn sonst geklärt hätte. Und da ist eine sehr, sehr wichtige Karte jetzt, um überhaupt nochmal zu versuchen, ins Spiel reinzukommen. Könnte jetzt noch den Sludge-Belcher bekommen, richtig. Aber das... Er hat dann tatsächlich nur noch
eine Karte im Deck, ja, während der Priester noch 7 hat. Ja. Das heißt, er muss mit dieser letzten Hand jetzt etwas wahr machen. Ja. Was ich finde, ist auch interessant, dass er hier noch den 1-4er gespielt hat und damit verraten hat, dass er keinen Dragon in der Hand hat. Ja, ich verstehe deinen Gedanken. Weil dadurch weiß jetzt Loka, dass hier keine Gefahr besteht und könnte jetzt hier noch mit der Coin sogar einen Dagger machen, wenn er möchte. Okay, behält aber trotzdem lieber die Coin noch. Let me change your mind. Was ist denn jetzt noch in seinem Deck drin? Hat er noch einen Azeroth? Er spielt nur, also er hat nur einen Sludge-Belcher. Gibt es irgendetwas, was ihm da noch... Ein Preparation. Das hilft ihm tatsächlich nur bedingt. Ja. Er müsste jetzt, glaube ich, den Sludge-Belcher spielen. Ich denke, hier geht man schon fast all in, oder? Ja, muss er. Wie viel er. Schaden hat er? Er kriegt, könnte ihn auf 9 runterbringen. Das Problem ist, dann stirbt auch sein Sludge-Belcher. Ja, ich weiß nicht, ob was da die wirklich jetzt beste Möglichkeit ist, noch im Spiel zu bleiben. Auf der einen Seite muss er jetzt Schaden an dem Priester machen, ja, und darf nicht zu doll traden. Ja. Wirklich, das ist ja ein schönes Spiel. Das kann man durchaus so machen. Man hat noch genug Mana für ein Sludge-Belcher. Das heißt, er kann ihm, sollte der Priester jetzt nicht in der Lage sein, irgendwie zu traden und nächste Runde 7 Schaden machen, kassiert 2, kann sich aber auch wieder um 3 hochheilen. Ja. Beziehungsweise er kann 8 Schaden machen sogar. Die Holy Nova benutzt, um nochmal eine Karte zu ziehen, da ist nochmal. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Draw und ich glaube, dieser Draw beendet nahezu schon das Spiel. Denn mit 18 Leben und dem Rogue auf einer relativ niedrigen Clock. Also er hat hier eigentlich... Nee, er ist... Nächsten Zug überlebt er noch. Aber danach... Er ist in 2 Zügen tot und er hat jetzt nicht genügend Schaden, um in 2 Zügen den Priester zu töten. Das ist richtig. Also das Spiel ist vorbei. Ja, und besonders mit dem Draw der Lightbomb kann das ganze Board geklärt werden. Richtig. Und damit steht es 1-1. Spannende Serie soweit. Das heißt, wir sehen den Rogue vielleicht nochmal wieder. Ich glaube, der Rogue hat einfach ein bisschen zu lange gebraucht dafür, dass der Priester am Anfang so ein starkes Opening hatte. Ja. Besonders natürlich Prep als allerletzte Karte im Deck ist nicht da, wo man sie unbedingt spielen möchte, richtig, wenn man eigentlich schon keine Karten mehr hat. Aber insgesamt finde ich auch immer noch, und das betont ja auch unser guter Harlekin, der großer Rogue-Fan ist und eigentlich immer ein Rogue dabei hat, ein Deck, was man sehr viel spielen muss, um da drin die Erfahrung zu sammeln, wie gut, wann man wo spielt. Und insgesamt, aus meiner Perspektive, war es relativ gut auch von Loka hier gespielt. Wie gesagt, ich würde jetzt mal behaupten, er ist auch ein deutlich besserer Rogue-Spieler als ich. Ich denke, da kannst du auch für uns beide sprechen. Ja, aber man muss natürlich auch bedenken, er ist im Moment in der Situation, dass er spectated wird, gestreamt wird und trotzdem da noch so zu performen und eigentlich jetzt keinen wirklich großen Fehler zu machen, ist nicht verkehrt. Zeigt, dass er das Deck auf jeden Fall gut beherrscht. Richtig. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Solvar das auch sehr solide untergespielt hat. Also ja, ich habe kein Missplay gesehen. Er hat sich auch vorher Zeit genommen. Als wir in der kurzen Pause waren, hat er sich alleine im Battle-Raum hingestellt, hat sich ein bisschen mental vorbereitet. Also auch ein sehr, wie du schon sagst, sehr bedächtiger junger Mann. So, hier ist natürlich ein Matchup, was relativ stark auf den Draw ankommt, denn der Clear vom Warlock kann natürlich das Ende für den Warrior bedeuten. Und ich glaube, auch das ist der Grund, warum wir hier so eine aggressive Spielweise von Loka sehen. Auch dazu hat er noch schon 2 weitere Waffen in der Hand. Und wenn er den Warlock hier doll genug am Anfang des Spiels unter Druck setzen kann, kann der gar nicht dazu kommen, zum Beispiel seinen Reno Jackson zu ziehen, um sich wieder hochzuheilen. Oder die ganzen teureren Karten, die er im Deck hat, zu benutzen, um hier zu überleben. Ja, er kann ja tatsächlich in den nächsten 4 Zügen theoretisch 16 Schaden machen. Ja.
denke, hier wird er jetzt einfach den MCT traden, nochmal 3 Schaden machen. Und damit hat er den Warlock schon fast auf 17 Leben. Ja, er hat ihn jetzt auf 17, also fast auf der Hälfte der Leben. Und was Solver natürlich nicht weiß, er weiß nicht, ob da jetzt ein Grim Patron und ein Inner Rage in der Hand sind. Wenn da jetzt ein Grim Patron und ein Inner Rage sind, kann da im nächsten Zug können da 4 Grim Patrons liegen. Richtig. Plus ein sehr, sehr wütender Frothing Berserker. Würdest du hier jetzt den Schleim, der aus dem Sludge-Belcher rauskommt, slammen? Das würde ihm nochmal... Er könnte den Acolyte spielen, genau, für den Cutdraw und dann zuhauen. Ich denke, ich würde das machen. Ich glaube auch. Ich das würde hier versuchen, weiter die aggressive Linie zu verwenden. Dann steht dann 7-4 vorne. Ja. Nee, jetzt 8-8. Ich die jetzt... Ja... Oh, oder Battle Rage, das war die Alternative. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Ist sicherlich auch ein starker Zug. Das gibt ihm natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Spielt tatsächlich ein Corcoran Elite. Das finde ich auch sehr schön. Ich mag die Karte sehr gerne, auch wenn sie nicht besonders fancy ist. Ja. Hier wird jetzt ein Dark Bomb benutzt zum Clearen, aber insgesamt ist es auch sehr, sehr reaktiv, bringt ihn nicht unbedingt wieder in die Position, dass er Board Control hat. Er könnte jetzt tatsächlich mit dem Cochrane Elite auch da rein, wenn er wollte, aber ich glaube, er möchte jetzt erst noch mal eine Karte ziehen. Ja. Die Frage ist, was macht er dann mit dem restlichen Mana? Er ist der erste Gym Patron. Er muss etwas ausspielen jetzt. Er könnte jetzt Coin und nochmal einen Frothing spielen. Ist natürlich ärgerlich, weil er den sonst hätte ein bisschen enragen können. Ja. Viel mehr Möglichkeiten hat er jetzt auch gar nicht, sonst mildt er sich. Ja, er muss auf jeden Fall was spielen. Und da hat der noch den Frothing auf 4-4 kriegen? Nee, auf 5-4 kriegen können. Das ist natürlich schade, das hätte er. Ja. Also er hätte ja auch nicht erahnen können, was er zieht. Wenn er jetzt seinen Armbrustsmith rausgekommen wäre, wäre das natürlich ganz schön gewesen. Ja, mal sehen, es dauert hier jetzt. Okay, entscheidet sich, dass die Coin wichtig genug ist, dass er lieber eine Karte abwirft. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er mitbekommen hat, dass er auf 10 Karten sitzt. Davon gehe ich auch aus, ja. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schön hier. Der Grim Patron ist auf vielen, vielen Karten und wird hier jetzt blockiert mit den Whirlwinds. Und er kann jetzt zunächst. Er könnte jetzt natürlich den Grim Patron oder so. Ja, das sind nochmal direkte 5 Schaden. Wenn er. Okay. Interessant. Okay, er möchte die Waffe aufsparen. Ja, vermutlich. Ja, okay, er bereitet hier jetzt gerade vielleicht einen One-Turn-Kill mit dem Berserker vor. Er muss 9-mal triggern und mit Grim Patron plus Inner Rage plus Whirlwind plus... Das wird wohl nichts. Das wird nichts, nee. Aber ich denke, damit hätte er auf jeden Fall Lethal hinbekommen. Richtig. Und hier ist er jetzt 4 of Lethal. Mit Grommish. Ja, das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht ganz. Die Frage ist, lohnt sich das jetzt, den Doomsayer komplett zu clearen? Er zieht nochmal. Das ist, denke ich, eine gute Entscheidung. Ne, er war sogar 2 of Lethal, weil er noch Inner Rage hatte. Stimmt. Und jetzt hat er im nächsten Zug Lethal. Mit Double Inner Rage plus Grommish. Und der Waffe hat er Lethal im nächsten Zug. Also lässt er quasi den Doomsayer einfach vergehen und hofft darauf, dass da kein Taunt liegt gleich. What now? Er spielt jetzt sogar noch. Das ist natürlich sehr gewieft. Das heißt, er wartet jetzt den Zug ab und. Ich bin mir nicht sicher. Ob es das jetzt wert war. Ich meine, wir wissen natürlich, was er auf der Hand hat. Ich finde vor allen Dingen auch, dass es ein sehr, sehr großer Tell ist, was sein Ziel ist.
dass du deinen Gegner gerade genau einen Zug delayen möchtest. Weil ich frage mich, wenn ich in dieser Situation bin, warum... Wenn er den Boom jetzt spielt, dann würde er ihm ja schon fast in die Hand spielen. Ja. Das heißt, der Anti-Keyboard wäre hier jetzt die richtige Entscheidung, wenn er das richtig, wenn er den Tell richtig bedeutet. Und scheinbar hat er das. Sehr defensiv, aber sehr gut dazu. Ja. Richtig gedeutet, die Zeichen. Und jetzt muss sich der Krieger etwas überlegen. Eine Möglichkeit wäre es jetzt natürlich, den ersten Grim Patron zu werfen. Ja. Und da ist dann das Entscheidende, dass man versucht, nicht zu sehr dazu das Board zu flooden, weil man weiß, dass das sowieso höchstwahrscheinlich der erste Grim Patron irgendwie geklärt wird, denke ich. Genau. Hellfire, Twisting Nether. Also er könnte hier jetzt zum Beispiel mit Slam, Grim Patron, einem Inner Rage und dann der Waffe 4 Grim Patrons erzeugen, das Board clearen, eine Karte ziehen und wäre dann immer noch in der Situation, wo das eigentlich eine Antwort erfordert. Ich glaube, das sieht er gerade genauso. Der zieht es auf jeden Fall in Erwägung. Ja. Ja. Finde ich gut. Das heißt, der. Nee, er spart sich sogar das Inner Rage, so wie es aussieht. Und das Slam auch auf. Ja. Okay. Das ist in Ordnung, denke ich. Das finde ich interessant. Was glaubst du, wäre noch eine Sache, auf der er jetzt mit dem Slam wartet? Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht möchte er es einfach nutzen, um hinterher einen Giant loszuwerden oder Mal'Ganis oder etwas ähnliches. Ja. Das könnte sein. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Er kann natürlich nicht ahnen, dass der Warlock jetzt gerade nicht zum Taunten hat. Ja. Oh, das ist riskant. Riskant, aber kann natürlich gelingen. Und das geht nicht raus. Und jetzt hat der Warrior 20 Schaden, wenn ich mich nicht irre, mit. Das sind mit Grommish. Er drawt hier nochmal. Kriegt noch einen Shredder. Schön. Dr. Boom. Den nimmt er auch gleich mit und wird wahrscheinlich wieder ins Gesicht reingehen. Sehr gut. Man muss bedenken, er hat hier immer noch in seiner Hand eine Combo für insgesamt 16 Schaden, was etwas ist, was man nicht unbedingt erwartet aus dem. Das ist nämlich genau alles, was man auf ein Grommish draufpacken kann, zusammen. Das war jetzt ein sehr cleverer Angriff. Jetzt muss er nur noch hoffen, dass... Und das ist lethal. Könnte. Ja, nee, ist mindestens 2 Schaden. Du hast recht. Das ist vorbei, das Spiel. Das... Man kann natürlich auch einfach für 8 treffen und dann damit instant das Spiel beenden. Richtig, er sieht das hervorragend aus. Ja. Aber in diesem Fall tatsächlich inkonsequent, also unwichtig, dass es 8 Schaden waren, denn er wäre auf jeden Fall gestorben. Richtig. Aber finde ich hier psychologisch geschickt von Noka gespielt, dass er nicht sagt, ich hätte die 16 gehabt. Denn so ärgert man sich leichter als Spieler über das RNG. Und auch das kann wichtig sein in so einer Series, dass man versucht, den Gegner... Also wenn man anfängt, sich über das RNG zu ärgern, in so einer Situation wird man unkonzentriert. Und das macht dem Gegner das Spiel einfacher. Genau, man spielt ihm damit absolut in die Hände. Ja. So, damit ist Loka mit seinem Cancer Zoo, der ein Renolog ist, und seinem Mech Ebolarior, dem... Dem Patreon Warrior durch. Das heißt, wir sehen den German Colento nochmal? Wir sehen den German Colento nochmal, genau. Diesmal gegen den Reno Lock. Genau. Von Solver. Ja, Solver hat jetzt hier natürlich nicht so die perfekte Starthand. Ja. Was sagt denn der Chat? Wie sieht es im Chat aus? Da ist gerade Tajeda und redet über Bockwurst. Ja, Bockwurst. Wie viele schauen uns denn gerade zu? Aktuell sind es 18. 18 Zuschauer? Hey, das ist hervorragend. Hallo nach da draußen. Hallo Welt. Alle 18 da draußen. Vor allem, weil wir ganz zeitgleich zu den europäischen Finals sind, ja, ne? Also, Wir senden schön, live. Dass ihr euch für uns entschieden habt. Wir senden live aus dem Dorfkrug in. Wir haben die längeren Haare. Das ist richtig. Da kommen die Caster von Blizzard Hearthstone ganz bestimmt nicht ran. Und wir haben uns sogar schick gemacht hier.
Mit fancy T-Shirts und Hemden. Genau. Naja, kommen wir mal zum Spiel zurück. Hier ist jetzt, ja, ich glaube, eine Situation, wo man nicht unbedingt das Backstep verwenden möchte, weil man immer noch man könnte hier mit der Coin clearen, wenn man dann den SI7 comboen kann. Auf der anderen Seite ist Coin natürlich schön für den Violet Teacher. Ich bin leider nicht allzu erfahren in dem Matchup und weiß nicht, wie groß der Swing da sein muss, den man kriegen muss, um den Reno Lock zu töten. Also ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn er sich die Coin aufgespart hätte, aber das ist seine Entscheidung. Ich denke mal, dass er jetzt am Anfang sehr viel Druck machen möchte. Ja. Da wirkt der Imp-Gangboss natürlich echt fies gegen. Auf der anderen Seite, Solver hat den MVP Goldshire Footman. Den MVP Goldshire Footman? Das, auf jeden Fall. Der hat ja vorhin schon mal, in welcher Series war das? Ich meine, das war auch Solver, oder? War das Solver? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es war in der Series, die wir davor hatten gegen Dr. Raki. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sehr viele Matches heute gecastet. Das kann ich mir vorstellen. Von daher bin ich mir da nicht mehr ganz sicher, wo das war. Auf jeden Fall sehen wir den Goldshire Footman heute das zweite Mal. Comeback in Competitive Play. Er bereitet sich für Standard vor, wo er seinen großen Auftritt haben wird. So, dafür hätte ich mich jetzt entschieden. Das ist ein gutes Play. Er hat jetzt 3 Minions auf dem Feld. Ja. Und es wird jetzt schwierig hier für Luca, sich da durchzufräsen, ohne dass er das Board komplett verliert. Oh, er könnte den Violet Teacher plus Backstab. Das ist natürlich eine sehr schöne Combo hier. Ja. Und dann kann er sogar immer noch alles bis auf einen Imp clearen, wenn er möchte. Richtig. Obwohl ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht auch wert ist, mit die 3 Schaden dem Warlock direkt zu machen. Ich weiß nicht, ja. Weil im Endeffekt wartest du ja auf deinen quasi Blade Flurry Finish. Und wenn du die anguckst, er hat jetzt schon Deadly Poison plus Blade Flurry plus Oil. Mhm. Das ist schon sehr viel Schaden. Und du gehst ja davon aus, dass Solver in diesem Fall halt in den 3-1er reinläuft. Und dementsprechend ist die Situation nicht anders, nur dass er 3 Schaden quasi mehr gemacht hat. Ja. So, und unsere Zuschauer bekommen Pizza. Dann wünschen wir denen hier einmal guten Appetit. Und ja, falls ihr auf dem Stream auch gerade esst, natürlich auch guten Appetit an euch. Ah, hier hat er gerade einen Schaden verschenkt, tatsächlich. Er hätte erst zuhauen müssen und dann den Zombie-Choke. Tatsache, stimmt. Meiner Mistake, alles gut. So, Solver hat sich jetzt für den Sludge-Belch entschieden. Das ist nicht ganz on-curve, aber er hat jetzt auch nicht mehr die andere Möglichkeiten. Er hat den MCT auf der Hand. Nee, der MCT ist natürlich jetzt stark, wenn Loka weiter Apprentices, wie heißen sie? Violet Apprentice, glaube ich. I wonder. Violet Apprentice. Wenn er da weiter welche spielt, kann natürlich dann MCT zum Beispiel den Sludge-Belcher klauen. Und es sieht danach aus, aber ich vermute mal, dass er den einen auch direkt reintraden wird. Er weiß ja, dass da ein MCT mit drin steckt. Aber Deck die Frage ist, benutzt er jetzt das Oil? Nee, er tradet tatsächlich den Teacher raus. Das finde ich sehr interessant, dass er hier den Teacher tatsächlich tradet. Wie viel Schaden hat er gleich auf der Hand? Er hat 3, 5. Er hat verdammt 4. Das sind. Ist das schon lethal? Das sind 6. Das sind 8. Nee, das sind 9 plus 4. Das sind 9, weil du den Doppel von Blade Flurry bekommst. Also natürlich. Das Tinker's Sharp Sword macht insgesamt 9 Schaden. Das Deadly Poison macht 4 Schaden, sind 13, dann hat er 4 auf dem Feld, sind 18. Plus 17, die plus die beiden, ja, er hat Lethal. Er hat das. Das müsste Lethal sein. Ich denke mal, er wird jetzt genau das durchrechnen. Er kann ja noch den mit. Nein, dafür reicht es, glaube ich. Oder mit Prep. Mit Prep kann er nicht mehr ganz den. Den
Asia Drake spielen, das wäre ein Schaden mehr, aber auch so sollte es eigentlich reichen. Ja, er hat es gesehen. Das und damit ist es das 3-1 für Luca. Exakt. Okay. Damit haben wir unseren zweiten Finalisten. Ja. Und wieder einmal hat es Rogue, obwohl wenig gespielt, ins Finale geschafft. Richtig. Ja, jetzt daher nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Loka von uns beiden Castern. Und gut gespielt, Solva. Genau. Wir hoffen dann, dass wir Loka zum Finale spätestens wieder mal hier in Lübeck begrüßen dürfen im Juni. Und melden uns dann in wenigen Minuten wieder. Ich glaube, wir kriegen noch ein Interview mit Dr. Raki. Ansonsten melden wir uns wieder mit dem Finale. An unserem Interviewplatz sitzen gerade 8 Leute mit Pizzen. Deswegen gibt es kein Interview. Okay, kein Interview. Das heißt, wir melden uns zurück mit dem Finale. Bis gleich. Bis gleich. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. Never mind, no need to worry. That's all just a story. Of the whispers of the old gods.